Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So, da hat jemand Hunger. Du solltest die junge Dame mal füttern. Würdest du bitte? Wer bist du eigentlich? Ach, unser Übernachtungsgast. Oh, da ist was kaputt. So, stillst du bitte und dann gehst du noch aufs Klo oder geh, glaube ich, erst aufs Klo und dann stillen. So, und dann können wir dich stillen. Ja, ja, toll, du herum. Mach mal. Ja, sie ist ja wieder schwanger. Unser Übernachtungsgast, der Lutz Frauenhofer, ist ja der nächste Baby-Daddy. Wir haben ihn ja rumgekriegt. Wow. Karl Wolfgang, was willst du? Ja, schön für dich. Schön für dich. Bist du fertig mit herumtollen, dann kannst du nämlich auch mal was essen. So, wie sieht es sonst aus? Sonst ist okay. Bei dir ist auch alles grün, sehr gut. Sarah Ben absetzen und dann können wir mal an Reparaturen gehen. Da haben wir nämlich ein bisschen was zu tun. Ein ganz klein wenig haben wir da zu tun. Prost. Jetzt setzt sie ab. Ja, danke. So, die haben doch heute Geburtstag, sehr gut. Aber gegen Abend halt erst. Da müssten wir aber gleich noch eine Torte backen. Und das können wir danach auch mal noch reparieren. Was ist jetzt wieder kaputt gegangen? Was ist denn los? Warum zickt denn die Maussteuerung so rum? Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Sehr gut. So, wegwerfen. Mal gucken, ob das jetzt nach Essen wühlen, nach Kick wühlen. Okay. Du gehst in die Haie, oder? Nee. Solltest aber in die Haie gehen. So, nein. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Nee. Da haben wir keine Zeit, dass du hier einziehst. Ach, das so ist eben kaputt gegangen. Reparieren. Dann kann man einen Flusenfilter noch reinigen. War ja klar, dass der kaputt geht. Wobei, der sah eben gar nicht danach aus. Man hat nur das Geräusch gehört. Und hier wird jemand müde. Aber akzeptieren wir mal so. Sie ist jetzt, glaube ich, im ersten Trimester, ja. Folgende Tuning-Teile erhalten. So. Wäsche trocknen. Was hast du jetzt vor?
Was ist mit dir? Wütend? Weil aufgewacht ist. Leg dich einfach wieder in die Haie. Dann ist das Problem schon behoben. Piep, piep. So. Jetzt ist das hier wieder rum. Das ist doch Sims. Warum kann ich sie jetzt nicht anklicken? Sims ist manchmal extrem nervig. So, schlaf mal richtig. Wobei, du könntest nehmen. Stopp, stopp, stopp. Bessere Idee. Backen Kuchen. Wir brauchen einen. Kochen. Und zwar würde ich sagen, machen wir hier so einen Matcha-Kuchen. Das ist besser. So, gute Noten. Zweier Grundschüler, sehr gut. Sind auch befriedigend. Warum hast du nur ein befriedigend? Dreier Grundschüler. Ah, fast geschafft. Dann kannst du aber direkt mal mit deinen Hausaufgaben durchstarten. Wahrscheinlich war die nicht so gut. Danke, dass du meinen Knopf betätigt hast. Bitte. Du hast Hunger. Öffnen. Nein, ich will nicht abhängen. Portion nehmen. Ah, aktuell haben wir gar keine Kleinkinder, ne? Also. Ändert sich bald. Weil die haben heute Geburtstag, die hier, die zwei. Sarah und Sonja. Okay, willst du mit der plaudern? Mach das. Wäsche ist fertig. Dann kannst du mal noch Sauberkeit benutzt. Kann ich die Wäsche auch... verbessern? Absetzen tun wir mal, weil dann kann ich sie, glaube ich, auch wieder in den Waschedings stecken. Weil die will ich natürlich nicht benutzen, wenn die dreckig ist. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. So. Nein, du darfst meine Nummer nicht weitergeben. Wäsche waschen. Da muss jemand bald aufs Klo. Oh, Moment. Mach hier mal... Nee. Mach hier gerade mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Franco Don Winter ist von uns gegangen. Okay. So, Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Den packen wir mal da rein. Du hast die Hausaufgaben auch gleich fertig. Du warst die Dreier-Schülerin, ne? Du brauchst Spaß. Dann würde ich sagen, spiel da mal. Leg dich richtig schlafen, bitte. Sporttag war okay. Was ist bei dir? Du hast... ist noch am Essen.
Da müssten wir vielleicht auch mal noch irgendwie überdachen oder sowas, ne? Mal gucken. So, da sind wir ja gerade. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Level 3 der Motorikfähigkeit erreicht. Das kannst du gerade mal noch aufräumen. Schlammschlacht machen. Wieso willst du eine Schlammschlacht machen? Wenn ich mal so am Rande fragen darf. Und du brauchst auch Spaß. So, wer von euch schreit? Du hast Hunger, okay. Oh, und du bist dreckig. Mehrauswahl, Babypflege, Baden. So, erster Windelplatzer freigeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müsste doch eigentlich auch die Meldung kommen. Jetzt können wir so auf jeden Fall älter werden lassen, aber ich bade es erstmal vorher noch. Wow. Ja, so ein bisschen Wolke ist immer gut. Lektion Säuglinge. Ja. Ich bade dich doch gerade. Ist doch alles gut. Ups, und danach können wir eigentlich gerade mal gucken, dass mehr Auswahl. So, dann machen wir den Matcha-Kuchen hier raus. So, helfen, Kerzen ausblasen. Genau, Sonja. Helfen, Kerzen ausblasen, Sonja. So, feier den Geburtstag. Jawohl, machen wir nämlich. Genau das machen wir jetzt nämlich. Was willst du? Du wurdest. Meine Liebe ist nicht käuflich. So. Geburtstagskerzen hinzufügen. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, den jetzt zu essen. So, und Sonja Ben ist anhänglich. Okay. So, Conny. Oh, die ist ein nettes kleines Mädel. Du willst im Klo spielen? Nein. Definitiv nein. So, du kannst hier mal noch helfen, Kerzen ausblasen der Sarah. Und wir gehen hier gerade mal noch hin und gönnen uns eine Pizza. Oder ne, nicht eine Pizza, sondern Bewegungsfähigkeit erworben. Ja, das ist schön. Sehr gut. So. Da kommt Nummer 2. Da stinkt aber auch jemand ganz gewaltig. Die können wir gleich mal baden danach. So, ja, Spaßvögel. So, sie ist engelsgleich. Heißt, liebe umgängliche Kleinkinder, nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Das hört man doch gerne. So, dann können wir dich auch direkt mal baden. Mehr Auswahl, Kinderbetreuung, baden. Die sieht auch ganz nett aus. Wo willst du hin?
Okay. So, du bist müde. Wieso willst du hier noch im Schlamm? Familiendynamik streng, ja. Kommunikationsfähigkeit erworben. So, dich müssen wir mal debuggen. So. Dann kannst du, glaube ich, erstmal schlafen gehen. So. Du kannst auch schlafen gehen. So, du wartest. Die junge Dame hat Hunger und die alte Dame hier hat auch Hunger, muss aber auch aufs Klo. So. Und dann kannst du danach hier mal noch ausräumen und Wäsche bringen auf Wäscheleine. Auch wenn es regnet. Marotte enthüllt liebte Wasser. Okay. So, da können wir gerade mal noch gucken, dass sie was zu essen kriegt. Ein Gericht nehmen. So, du kannst mal gerade noch wieder Geburtstagskerzen drauf machen. Dann können wir den nämlich erstmal noch wieder sichern. Nicht aufgeladen. Oh. Lädt auf. Schmuck entfernen. Schmuck entfernen. So. Die Fantasiefähigkeit erworben. Das ist gut. So, der ist mal safe. Dann können wir das auf Kristalltafel noch aufladen. Sehr gut. Aber jetzt ist erstmal ein Happen. Wo bist du jetzt hin unterwegs? Okay. Wer weiß auch immer, wo auch immer du die essen willst. Hier auf dem Bett. Wenn es unbedingt sein muss, dann ist die hier auf dem Bett. Okay. Du? Wo hast denn du das Essen jetzt hingestellt? Du hast doch gerade noch was zu essen gehabt. Ist das? So, chaotisch beim Essen. Na ganz toll. Dinge, die man nicht braucht. Der Geist von Conny schwindet, ja. Conny ist ja unsere erste Brutmutter. Und sie ist ja die Nachfolgerin. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Nein, nichts Wichtiges im Inventar. Das ist auch so, du sowieso nicht. Ah, okay, du hast das Essen weggebracht. Wie sieht's bei euch mit Müdigkeit aus? Ja, du könntest mal schlafen gehen. Schlafen. Und du musst aufs Klo. Oh, ihr müsst Töpfchenfähigkeit. Braucht ihr beide. Töpfchenhilfe. Wie sieht's bei dir aus? Ah, kannst du danach auch mal noch? Dann lass das mal gerade noch.
Dann mach erst bei ihr Töpfchen Hilfe, danach machen wir bei dir Töpfchen Hilfe. Und du müsstest auch mal aufs Klo. Du sollst Töpfchenhilfe. So, aber es ist kein Fehler, wenn du selber schon mal auf dem Klo bist. Oder warst. So, die Zeit ist um, deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.